Hallo und herzlich willkommen auf einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du hergefunden hast. Heute reden wir über Marco Düricin, der jetzt zu Austria Wien gewechselt ist und damit zurück in Österreich ist. Lasst uns doch kurz mal über den Deal selber sprechen. Viel Spaß mit dem Video. Und wie immer Leute, falls das Video gefällt, könnt ihr diesem gerne ein Like da lassen, den Kanal abonnieren für mehr Content und wir starten jetzt mit dem Video. Wie immer noch eine kurze Biografie über die Person, die wir jetzt sprechen, nämlich Marco Düricin. Der ist mittlerweile 28 Jahre alt, er kommt aus Österreich, ist 1,82 groß, ist ein gelernter Mittelstürmer, er hat mittlerweile 2 Länderspiele auf seinem Buckel, aber noch kein Tor, und sein ehemaliger Verein, wo jetzt vor 2 Wochen den Vertrag aufgelöst war, ist der KSC aus der 2. deutschen Bundesliga. Somit wechselt auch Düricin zurück zu seinem Jugendclub von der Austria. Er war ja wirklich ziemlich umhergekommen. Er hat auch bei der Rapid-Jugend gespielt, hat bei Sturm Graz gespielt, bei Salzburg, war in Deutschland bei der Hertha und jetzt zuletzt auch beim KSC aus Karlsruhe und ist jetzt zurück bei der Austria wieder, um denen zu helfen, um sich wieder zu etablieren in der Liga, denn die Austria ist momentan so ein bisschen auf Findungssuche, um ein Spielziel zu finden, um ihren Platz in der Liga zu finden. Deswegen wird die Düricin jetzt auch versuchen, da zu helfen. Grundsätzlich ein 0% Risikotransfer, ist ablösefrei, also es kommt keine Ablösesumme auf, er hat kein großes Gehalt und ist ein Stürmer, der eventuell der Austria helfen kann. Aber ob er jetzt einschlagen will, ist eine andere Frage. Wie gesagt, beim letzten Verein hat er jetzt nicht wirklich das zeigen können, was normalerweise kann. Und es wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie er sich bei der Austria entwickelt. Was ist eure Meinung zu diesem Transfer? Schreibt sie gerne in die Kommentare rein. Ich diskutiere immer gerne mit. Und falls das Video gefallen hat, gebt diesen gerne einen Like. Abonniert den Kanal für mehr Content und wir hören uns beim nächsten Video. Bis bald. Ciao.